Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt mal wieder fünf Bücher von meinem Sub. Diesmal habe ich mal fünf von meinen englischen Büchern rausgekramt. Das sind alles Young Adult Bücher, Einzelbände bzw. erste Teile von Reihen, die ich euch mal vorstellen möchte. Und wir fangen mal an mit einem Buch, von dem ich nicht besonders viel weiß. Und zwar Unearthly von Cynthia Hand. Das gab es mal in bei einer eBay-Bestellung, wo mehrere Bücher drin waren. Und ich wollte ein anderes Buch davon. Und das war halt dabei gewesen. Ich habe von der Reihe schon gehört, das soll halt auch eine Young Adult so Fantasy-mäßige Reihe sein, in der es, glaube ich, um Engel gibt. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber das mit dem Unearthly und der Feder und so, da ist schon in die Richtung. Ich denke, das ist eine Trilogie. Ja, viel mehr weiß ich darüber auch nicht. ja, das ist, glaube ich, die amerikanische Ausgabe. Genau, und die hatte so ein schönes metallig schimmerndes Cover. So, und dann auch ein wunderschönes Buch. Alienated von Melissa Landers. Das ist auch der erste Band einer Trilogie. Ja, da geht es tatsächlich um Außerirdische. Deswegen auch der geile Titel. Ich weiß noch vom Klappentext her, dass es so eine Story sein soll, dass es halt so aussieht wie so ein Schüleraustausch mit Außerirdischen ist. Das hört sich interessant an. Das Cover ist auch wunderschön und soll auch gut sein, soweit ich gehört habe. Deswegen hatte ich das, weiß ich nicht mehr wo, gekauft. Wahrscheinlich bei eBay. Ist auch nicht besonders dick. Genau. Also ich bin immer noch. ich würde mich immer noch über das Buch freuen, mich, dass man irgendwann anfangen kann zu lesen. Das Problem bei den englischen Hardcovern ist eigentlich immer, dass ich halt eher zu den deutschen greife, weil das etwas einfacher ist zu lesen. Und dann bei den englischen Büchern meistens zu den E-Books greife. Also ich habe auch noch 1000 E-Books da auf meinem E-Book-Reader. Und dann bleiben die schönen Hardcover, die hier schon liegen, so ein bisschen auf der Strecke. Genau, und dann habe ich noch einen schönen Band. Das ist eigentlich auch Young Adult, aber Fantasy, also High Fantasy sogar. Das ist, ich weiß nicht, ob das so beschrieben wurde, aber so irgendwie geht es in Richtung Game of Thrones für Jugendliche. Das ist der Auftakt einer etwas längeren Reihe. Ich glaube, die erste Reihe hat irgendwie fünf Bände und die vier und dann gibt es noch eine Spin-off-Reihe. Also es ist schon etwas länger. Das heißt, der erste Band heißt Fallen Kingdoms von Morgan Rhodes. Da weiß ich nicht mehr genau, worum es geht. Es ist auf jeden Fall High Fantasy. Ja, also ich schätze mal wahrscheinlich so eine Mischung aus Throne of Glass und Kiss of Deception. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja, das ist das, was ich mir darunter vorstelle. Da schreckt mich eigentlich noch so ein bisschen die Länge der Reihe ab. Ich habe ja schon so ein paar Laufen. Also jetzt zum Beispiel hier ist Throne of Glass. Das artet ja auch immer mehr zu einer Endlos-Serie aus. Und die ist halt auch schon recht lang. Und dann habe ich da nicht zu greifen, weil danach habe ich nicht so gut. Und dann muss ich da wieder eine endlos lange Serie angefangen. Aber es interessiert mich halt trotzdem genug, dass ich mir den ersten Band mal geholt habe. Vielleicht versuche ich das auch mal in einen Try-A-Chapter und guck mal rein, wie mir so der Schreibstil gefällt. Die Cover sind auch wunderschön. Also das ist schön metallig und der Umschlag ist dieses matt. Also ich finde, das fühlt sich ein bisschen flauschig an. Ja, da freue ich mich trotzdem schon drauf. Wie bei allen Büchern. So, jetzt kommen wir mal zu einem
Ach, hervorragend. Sonne, geh weg. Und gerade ist der ganze Himmel bedeckt und jetzt kommt die Sonne raus. Genau, also dann haben wir hier noch The Coldest Girl in Cold Town von Holly Black. Holly Black wird wahrscheinlich einigen schon ein Begriff sein von hier der Magisterium-Reihe, die sie mit Cassandra Clare zusammengeschrieben hat. Oder von den Spiderwicks, die ich jetzt auch schon gelesen habe. Und dann hat sie halt noch diverse Einzelbände sozusagen rausgebracht und einer davon ist halt The Coldest Girl in Cold Town. Das Gute daran ist, es ist ein Einzelband. Es ist Young Adult. Es soll gut sein und es geht, soweit ich weiß, um Zombies. Das hört sich schon alles ganz gut an. Deswegen habe ich mir den Band auch geholt. Ja, ich habe es halt noch nicht dazu gegriffen, aber ich wollte den halt gern haben. Ist auch sehr wunderschön hier, finde ich. Also ich finde das Cover geil. Ne, muss man ja auch schon so sagen. Ja, in den Spider-Man-Kundigen gefallen mir ja sehr gut. Das Magisterium hat mir jetzt der erste Band nicht so gut gefallen. Deswegen weiß ich nicht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Schwierig. Und dann der letzte Band von dieser kleinen Vorstellungsrunde ist folgender: Cruel Beauty von Rosamund Hodge. Und da habe ich auch tatsächlich schon mal die ersten zwei Seiten noch was drin gelesen. Das ist wiederum ein Retelling, also eine Nacherzählung von Die Schön und das Biest. Es soll aber recht düster sein, also irgendwie, das soll so einen etwas creepigen. Ja, ein bisschen creepy sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein Einzelband, aber es gibt quasi eine Reihe, ich weiß nicht, wie weit die Bände zusammenhängen, die halt verschiedene Märchen aufgreift. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie einen mit Rapunzel? Ich weiß es nicht. Da gab es auf jeden Fall mehrere Bände von. Ja, also die Schön und das Biest mag ich ja sehr gerne, die Story, das liebe ich ja sowieso. Die Retellings gefallen mir nicht immer. Siehe das Reich der Sieben Höfe, da fand ich jetzt als Nach-, also als ja, nicht als Nachsehen, sondern als Neuinterpretation von die Schön und das Biest. War irgendwie, hätte man sich sparen können. ich weiß noch nicht, wie mir das gefällt. Ich habe da mal reingelesen, aber da war ich gerade irgendwie im Umzugsstress, keine Ahnung, und dann habe ich dann irgendwie eingepackt und immer weitergelesen, weiß nicht. Ja, ich möchte aber immer noch wissen, ob das gut ist oder nicht. So. Das waren mal wieder 5 Bücher von meinem Sub, diesmal die englischen Hardcover. Ja, also wenn irgendjemand eins der Bücher schon gelesen hat, es mir empfehlen kann, soll auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich glaube, im Deutschen rausgekommen ist Fallen Kingdoms tatsächlich. Das gibt es auch im Deutschen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Bei den anderen habe ich noch nichts davon gehört. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in Deutsch gibt. Vielleicht könnt ihr das ja mal schreiben, wenn das einer weiß. Oh, das ist einfach so schwer. Das waren mal 5 von meinen Sub, die englische Variante. Bis zum nächsten Video.